Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer David. Ja, Asche auf mein Haupt, ich habe wieder lange nichts mehr von mir hören lassen. Das heißt also auch keine Let's Play-Folgen, obwohl die alle schon, was heißt alle, nicht alle, aber jede Menge schon aufgenommen und geschnitten worden sind. Aber ich komme nicht zum Upload, weil mein Provider irgendwie wieder Mist gebastelt hat. Ja, was heißt Mist gebastelt? Irgendwie habe ich da Probleme mit dem Upload, dann bricht er ab. Da bin ich noch dabei, dass ins Reine zu kriegen. Ansonsten muss ich irgendwie anders dazu sehen, dass ich die Folgen hochkriege. Aber ich wollte ja auch News und Ankündigungen machen. Ja, was gibt's Neues? Es gibt auf alle Fälle wieder neue Folgen. Gothic, die Nacht des Raben in der Nostalgic Edition mit einer zusätzlichen nochmal Neuerung der Neuerung. Also auch wieder Matt ist wieder mit dabei, der jetzt lustige Menüeinträge hat. Was heißt lustig, aber sehr sinnig und logisch aufgeteilt. Dann Odyssey im Auftrag des Königs. Grüße auch an das Odyssey Mod Team. Gibt wieder auch was Neues, wird es wieder geben. Ja, und was noch? Ja, und es stehen wieder Sprecherrollen an. Das heißt also, meine Stimme ist mal wieder gefragt. Na Gott, und das mache ich auch ganz gerne und das macht mir auch Spaß. Und ja, im Hintergrund, wie ihr eben gesehen habt, ist so ein kleines Video aus meinem alten Archiv drin. Ich wollte nämlich meine News und Updates genau in diesem Umfeld machen. Doch meine Kamera hat auch da den Geist versagt, respektive der Speicherchip, der ist irgendwie über die Wupper gegangen. Und als ich nach Hause kam, waren nur noch ein paar Flicks, also ein paar Videos drauf, ein paar Szenen drauf und die waren absolut unbrauchbar und konnte ich nicht verwenden. Deswegen im Hintergrund als Ersatz aus meinem alten Naturarsenal diese Eindrücke mal gezeigt, wie ich so meine Natur empfinde. Ab und zu auch mal rausgehen und ein bisschen die Natur genießen, das kann ich euch empfehlen. Ja, und so wie es aussieht, stecke ich in den Vorbereitungen für ein Interview mit einem alten Sprecherveteranen aus der Gothic-Serie und mehr. Aber ich verrate noch nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das auch abläuft. Bin also noch in den Verhandlungen und sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und gebt mir einen Daumen, aktiviert das Glöckchen, das ist da so ein Ding. Also hat mit Weihnachten nichts zu tun. Ja, und ich bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Einträge und vielleicht ein paar Abonnements. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss, bleibt standhaft und alles Gute.